Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Wir fahren jetzt zur Action mit meiner Mama. Und Auto bleibt zu Hause, alleine. Aber ich denke mal, wir sind auch in anderthalb Stunden wieder da. Dann wollte ich noch Getränke kaufen, aber ich mache mir jetzt erstmal ein Brot, weil ich habe nicht gefrühstückt. Ja. Schatz, das sollen wir heute kochen. Wir haben Zucchini, dann haben wir Auberginen. Ich habe Lust auf Reis wieder. Und Bohnen haben wir, wenn du Bohnen möchtest. Man findet den mal irgendwo noch zu essen. Ja, wenn das mit Fleisch wäre, dann müssen wir nämlich Fleisch rausholen. Geh schon raus. Aber du hast lange nicht mehr PlayStation gespielt. Kann das sein? Ja. Ja. Baby, schmeiß die Tüte, ja? Oder wir brauchen die. Egal, ich nehme eine mit für Action, da muss ich da keine Tüte kaufen. Ja, dann nimm einfach alle rein. Ja. So, mein Kaffee trinke ich jetzt auch. Lecker. Und merkst du, seitdem wir bei Rewe eingekauft haben online, unser Kühlschrank ist voll. Eigentlich, innerhalb zwei Tagen ist der wieder leer. Aber wir haben vorgestern draußen gegessen. Gestern. Vorgestern habe ich zu Hause gegessen mit Lena. Ich habe doch erst Dings gemacht. Also wir haben doch bei Dings gegessen. Doi doi. Abend. Ah ja, stimmt. So ihr Lieben, wir sind jetzt zu Hause. Ich zeige euch mal kurz, was wir gekauft haben. Und zwar einmal diesen Ordner für die ganzen Kassenzettel. Die müssen wir nämlich jetzt aufbewahren. Dann für Auder Kerzenbrot. Schatz, guck mal. Weißt du, wie viel die kostet haben? 3,95. Wie viel haben wir für diese kleinen bezahlt? Aber ob die gut 1,50. Das ist das Wichtigste. Aber das hat auch so eine schöne... Auch drei Stück? Mhm. Mama hat auch Stück. Okay. Ja, wir haben jetzt mal welche. Also wir brauchen jetzt ein paar Monate lang keine mehr. Und das. Das sind richtig schön. Also die Muster. Dann hat Lena sich einmal so ein... eine Handseife ausgesucht. Das hat 1 Euro gekostet. Die haben jeweils 45 Cent gekostet. Das ist Badesprudel. Dann einmal so ein Minimaus-Dings. Was ist das? Ach, ja. Dann für mich Strumpfhosen, weil meine sind nur gerissen. Ja? Dann einmal hier Handschuhe. Und einmal Paketband.
Gibst du kurz meinen Löffel wieder, bitte. So, ich habe jetzt Hähnchen, die Kartoffeln und Kichererbsen, ich habe alles zusammengemischt. Dann lasse ich das noch so 20 Minuten kochen. Dann haben wir was richtig Leckeres. Und die Dame macht ihr Reis. Ja, sie kann das einfach am besten. Und das sagen auch viele natürlich, oder? Ja, unser Zuschauer isst immer ganz viel davon. Unsere Zuschauer, unsere Gäste. Unsere Gäste. Okay. Irgendwann lade ich euch alle Zuschauer auch mal ein zum Reis. Boah, stell dir vor. Ja, draußen mieten wir eine Halle. Alle unsere Zuschauer. Wer Lust auf Reis hat, kann vorbeikommen. Reis und dein Fossilier oder so. Ja, Mann. Boah, das wäre echt geil, ja. Das wäre echt geil. Stell dir vor, für 15.000, 20.000 Leute kochen. Was machst du da, Lina? Nein, 15.000 und was mit den... Was? 15.000 Leute und was mit den Kindern? Nein, die dürfen nur alleine kommen, keine Kinder mitbringen. Ja, aber jeder muss mit... Denk mal, jeder kommt mit dem Ehemann, das sind schon dann 30.000. Tja. Ja. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig sein. Und hier mein kleiner Englisch. Und hier ist meine andere Engelchen. Ne? So, wir sind wieder da. Also Reis. Ups. Das dauert noch 10 Minuten. Und unsere leckere Kichererbsen. Ui, guck mal, ui. Kamera ist Banane, echt. Ich muss einmal die Kartoffeln probieren, ob die durch sind. Tue ich mal hier. Ja, nee, Baba. Papa, das ist. Und da, da, da. Anne, na, na, na. Ja, das von Lina. Na, Papa. Und wie sieht's mein Essen aus? Sehr gut. So, wir haben jetzt gegessen. Hat super, super lecker geschmeckt. Lina, wir tun das jetzt weg. Wir gehen jetzt, Schatz. Wo sind denn deine Schuhe? Bring mal deine Schuhe. Ja. Nein, Baba, leg dich hin, bis wir dich anziehen. Komm. Ja, so viel gegessen. Ja, wir wollten jetzt ein bisschen nach Mülheim spazieren. Und wir müssen auch zum Türken, da ist auch ein Kanada. Wir brauchen nämlich Fasolie, also Bohnen. Dann brauchen wir dunkles Fleisch, also ne, für Essen. Arabisches Brot, Sonnenblumenkerner, Nudeln und Tomatenmark. Ja, also wir machen uns jetzt eigentlich... Auf dem Weg, Lia schläft. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das durchhält mit dem Stillen. Aber ich glaube, ich stelle sie, bevor wir gehen. Was? So, ihr Lieben, wir waren jetzt einkaufen. Also wir waren spazieren und dann haben wir vom Türken ein paar Sachen mitgenommen. Genau. Ich zeige euch mal, was wir geholt haben. Einmal Pishmani. Magst du das überhaupt? Ich kenne das. Das ist süß, ne? Ja, magst du das? Das schmilzt auf der Zunge. Also für die deutschen Zuschauer, die das nicht kennen, das heißt Telpishmani, Zuckerwatte ist das. Aber die türkische Zuckerwatte. Die schmilzt super, super lecker. Das fühlt sich an wie so ein Haar auf der Zunge, das schmilzt dann aber total schnell. Und ist auch sehr süßlich. Das gibt es auch noch in rosa, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in braun, das dann mit Schokoladengeschmack. Dann für Audit einmal Knoblauchwurst. Fisch und so. Das nutzen wir immer für. Toast. Okay. Zweimal arabisches Brot. Das ist eigentlich nur Auder. Dankeschön. Dann einmal Geflügelfleischwurst mit Paprikastückchen. Ich mag die am liebsten.
Dann einmal weiße Bohnen. Wir benutzen die, es gibt einmal die und einmal weiße Riesenbohnen, aber die Riesenbohnen mögen wir nicht. Dann unser liebstes Tomatenmark. Einmal das. Jan. Das ist kein Strohhalm, das ist für Cake-Pops. Dann viermal unser allerliebstes Hunter. Das gibt es nicht in jedem Kanada. Dann, wenn ihr Nudeln holt, holt ihr auch den Kuchen. Ja, das ist jetzt warm. Die kosten dann noch, also so eine Packung, das sind jetzt 500 Gramm, kostet 55 Cent und die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Ich finde sogar, die schmecken besser als wenn wir die beim Kaufland oder beim Rewe kaufen. Zweimal. Und zweimal Sonnenblumenkerne, die dürfen bei uns einstellen. Mehr haben wir auch nicht gekauft. Ja, das war's. Mehr haben wir nicht gekauft. Das ist das hier.